So, danke für die freundliche Begrüßung. Ich bedanke mich für die Einladung bei Lohndorf an Emanzipation und Frieden vom Institut für Germanistik und Linguistik und freue mich, dass ich Ihnen, euch etwas erzählen kann über den jungen Brecht und den Ersten Weltkrieg. Dieses Zitat wird noch einmal auftauchen und zeigen die Kehrtwendung von Brecht. Nach Meinung vieler Experten ist Brecht in den Gattungen Drama und Lyrik der wohl bedeutendste Dichter des vorigen Jahrhunderts. Das ist also ein Bild von Brecht aus den 20er Jahren. Und diesem Urteil schließe ich mich vorbehaltlos an. Sein Romanwerk ist eher spärlich. Brecht war kein Romanschreiber. Wie er selber sagte, hatte er nicht das Sitzfleisch dafür, aber sein dramatisches und lyrisches Werk ist grandios. Vor allem seine Lyrik kommt in Hinsicht von Themenvielfalt, poetischem Formenreichtum, von Welthaltigkeit und künstlerischer Gestaltungskraft durchaus dem Werk von Goethe gleich. Und Größeres kann man von einem Dichter nicht sagen. Und Glück hatte Brecht damit, dass er anders als Goethe und Schiller dem Prädikat des Dichterfürsten hat entrinnen können. Dafür war er zu anstößig. Es geht heute um den jungen Brecht. Und deshalb fragen wir nach seinen Anfangsgründen als Schriftsteller. Wie wuchs er auf? Aus welchem sozialen Milieu kam er und welchen Bildungshintergrund hatte er? Der junge Brecht wuchs in gesicherten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen auf. Seine Mutter Wilhelmine Sophie stammte aus einem kleinen Beamtenhaushalt in Oberschwaben. Der Vater Berthold Friedrich Brecht hatte die Volksschule besucht und danach eine kaufmännische Lehre absolviert. 1893 wurde er Lehrling in der Heinelschen Papierfabrik in Augsburg, die 300 Angestellte hatte, ein prosperierendes Unternehmen war und dort Karriere machte und bis zum Prokuristen aufstieg und auch das Vermögen der Stiftung verwaltete. Und diese Stiftung stellte der Familie Brecht zwei Wohnungen zur Verfügung. Die Familie hatte ein Dienstmädchen und später, da die Mutter an Depressionen litt, musste Brecht sein eigenes Zimmer zwar verlassen, bekam aber ein Zimmer in einer Mansardenwohnung mit eigenem Zugang. Das ist hier ein Bild von Brechts Geburtshaus in Augsburg. Brechts Mutter war katholisch, der Vater protestantisch und die Eltern einigten sich darauf, den Sohn protestantisch zu erziehen. Der junge Brecht besuchte seinen bürgerlichen Status gemäß das Realgymnasium und brachte stets gute, wenn auch nicht überragende Noten nach Hause. Ich kann das nicht, bitte. Da ist ein Bild vom jungen Brecht als Gymnasiast. Dazu erhielt er Klavier-, Geigen- und Gitarrenunterricht, wobei nur letzteres nachhaltig erfolgreich war. Er litt früh unter Herzbeschwerden, lag auf Tage und Wochen lang im Bett, die Ärzte waren ratlos und das machte mehrere Kuraufenthalte erforderlich. Und wegen dieser Herzinsuffizienz wurde er vom Militärdienst befreit. Brecht begann schon früh zu dichten. Als 15-Jähriger gab er zusammen mit einem Freund die Schülerzeitung Die Ernte heraus, für die er die meisten Beiträge verfasste. Es waren Gedichte, Prosatexte und sogar ein einaktiges Drama. Abends zog er mit seinem Freund durch die Augsburger Kneipen und sang selbst verfasste Lieder zur Gitarre. Zu Kriegsbeginn gab er eine Reihe heraus, die er Augsburger Kriegsbriefe nannte und versuchte, seine patriotischen Texte auch in Augsburger und Münchner Zeitung unterzubringen. Als Schüler aus bürgerlichem Elternhaus wurde also auch er von der Kriegsbegeisterung des Jahres 1914 erfasst. Was hatte es mit dieser Kriegsbegeisterung auf sich? Und wer war es? Oder genauer, welche gesellschaftlichen Schichten waren es, die sich für den heraufziehenden Krieg so begeisterten? Der Kaiser rief und alle kamen. Wer waren also die Träger
dieser Kriegsbegeisterung. Es war natürlich der Adel und das von ihm beherrschte Militär. Seit Jahrzehnten der Friedenszeit hatte der berüchtigte preußische Militarismus einen erneuten großen Schlagabtausch mit dem Erbfeind Frankreich herbeigesehnt. Die deutschen Machthaber sahen das Deutsche Reich in der Mitte Europas eingekesselt von den großen Mächten Frankreich, Russland, Großbritannien. Der Reichskanzler Bismarck hatte mit großem Geschick sich bemüht, eine Politik des Ausgleichs der Mächte zu schaffen. Und dieser Politik hatte Kaiser Wilhelm II. Mit Bismarcks Entlassung eine rüde Absage erteilt. Nächste bitte. Ah, ist schon da. Das war eine berühmte Karikatur aus der englischen Zeitschrift Punch, Dropping the Pilot, der Lotse geht von Bord. Deutschland litt als sogenannte verspätete Nation ohnehin unter Minderwertigkeitskomplexen gegenüber Frankreich und England. Seine Machthaber forderten, weil sie bei der Kolonisierung meinten, zu kurz gekommen zu sein, den auch ihnen zustehenden Platz an der Sonne, wie der Kaiser es formulierte, nämlich ein Platz an der Sonne Afrikas. Sie mussten sich mit einigen Regionen begnügen, was noch übrig war, darunter Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, wo sie unter den dortigen Ureinwohnern, den Hereros und Namas, diese verächtlich Hottentotten, schimpften, den ersten systematischen Völkermord des 20. Jahrhunderts organisierte. Die hat man aus ihren fruchtbaren Gegenden in die Steppe getrieben, in die Wüste getrieben, deswegen wurden sie dann Buschmänner genannt, also Buschleute, durchaus Frauen, hier sieht man sie in einem erbärmlichen Zustand. Es wurde ungeheuer in die Ausrüstung investiert und insbesondere in die Flotte, um der die Meere beherrschenden britischen Seemacht den Rang streitig zu machen. Zur Finanzierung dieses kostspieligen Unternehmens wurde die Sektsteuer eingeführt, wie bekannt. Die Flotte ist längst untergegangen, die Sektsteuer existiert bis heute. Adel und Militär waren also die Hauptkräfte der Kriegstreiberei. So dann die Funktionselite der Beamtenschaft in Verwaltung und Bildungswesen. Es war nahezu das gesamte Bürgertum von den obersten Rängen mit seiner Wirtschaftselite, die natürlich prächtig verdiente, von der gewaltigen Aufrüstung bis hinunter in den Mittelstand und in Teile des Kleinbürgertums. Die Propagandamaschine lief auf Hochtouren und beim Ausbruch des Kriegs gab es Massendemonstrationen für den Krieg. Besonders die Intelligenz war von der Kriegsbegeisterung ergriffen und darunter auch die Studentenschaft. Der im Bewusstsein noch lebendige, glorreiche Sieg über den Erbfeind Frankreich war noch sehr lebendig und bis 1918 wurde zum Gedenken an die Kapitulation Frankreichs am 2. September 1870 der Sedantag gefeiert. Welch eine Wendung durch Gottes Ehrung. Sehr viele Intellektuelle, Künstler und Literaten sahen es als ihre nationale Pflicht an, Kraft ihrer Geistesgaben, der Kriegsbegeisterung, die höhere Weihe zu verleihen. Denn auf die Niederschlagung Frankreichs, auf die folgende 30-jährige Friedenszeit, diese Zeit wurde zunehmend als eine Zeit der geistigen und seelischen Erschöpfung begriffen. Man träumte von einem reinigenden Gewitter und dies konnte nur, wie der Schriftsteller Ernst Jünger es pathetisch nannte, ein Stahlgewitter eines großen Krieges sein, in dem Körper und Geist des deutschen Volkes sich erneuern sollten. Und dies galt insbesondere für die Männer, die durch Militarismus und Chauvinismus-Fantasien bis zum Bersten mit Adrenalin vollgefüllt waren. In welchem Maß hier Aggressivität und verdrängte Sexualität sich miteinander verbanden, hat Klaus Teweley in seinen Büchern über Männerfantasien ausführlich beschrieben. Unter diesen Künstlern, die den Militarismus mit höheren Weihen veredelten, war auch der durch seinen Roman Die Buddenbrooks schon hochberühmte Thomas Mann. Noch mitten im Krieg
schwadronierte er folgendermaßen über die Einheit von Kunst und Krieg. Die enge Verwandtschaft von Krieg und Kunst wird hier verherrlicht. Jene siegende kriegerische Prinzip von heute, Organisation, ist sicher das erste Prinzip, das Wesen der Kunst. Klar, ein Kunstwerk, wenn man einen Roman schreibt, muss das organisiert werden. Das Ineinanderwirken von Begeisterung und Ordnung, Begeisterung des Künstlers, Begeisterung des Kriegers, Systematik, das strategische Grundlagen schaffen, weiterbauen, vorwärts dringen mit rückwärtigen Verbindungen, heißt, das kämpfende Heer muss immer zum Nachschub Verbindung halten, das muss organisiert werden. Solidität, Exaktheit, Umsicht, Tapferkeit, Standhaftigkeit, Übertragen von Strapazen und Niederlagen im Kampf mit dem zähen Widerstand der Materie, Verachtung dessen, was im bürgerlichen Leben Sicherheit heißt. Dies alles ist in der Tat zugleich militärisch und künstlerisch. Man kann sich so ein Schwadronieren von früheren Schriftstellern nicht vorstellen. Von Goethe, nicht von Schiller, schon gar nicht von Walter von Vogelweide. Ein anderer war Rudolf Alexander Schröder. Das habe ich gleich, damit es eindrucksvoll ist, in so einer komischen Fraktur geschrieben, 1914. Heilig Vaterland in Gefahren, deine Söhne stehen, dich zu bewahren, von Gefahr umringt. Heilig Vaterland, schau von Waffen blind, jede Hand. Später schrieb dieser Schröder fromme protestantische Kirchenlieder. Von solcher Qualität ist auch ein Kriegsgedicht des 17-jährigen Brecht. Auf Kaiser Wilhelm II. Stein, treu, unbeugsam, gerad, König des Landes, Immanuel Kants. Auf diesen Reim muss man erstmal kommen. Hart kämpfend um der Schätze Hersten. Den Frieden, so, im Frieden Streiter und Soldat, einer Welt zu Trotz hielt Frieden er dem Staat und trug ihn am schwersten. Als der Frieden nur mehr Untergang war, rief er am ersten zum Krieg seiner deutschen eherne Schar, weihte klirrend das alte Schwert am Altar den Krieg, den und der die Größe gebar, er trug ihn am schwersten. Das ist so ganz im Stil des Expressionismus. Gedichtet, eine Lyrikmode, die so Anfang des Jahrhunderts aufkam, Expressionismus vom exprimere Ausdrücken zu einer höchsten pathetischen Ausdruckskunst strebte, und wie er das baut, ein Wort setze, steintreu, die wirklich wuchtig sind, und dann schwere Wörter, kämpfen, Schätze, Streiter zu Trotz, eherne Schar, weite Klirren und so weiter. Da schrieb der 17-jährige Brecht. Das Gedicht ist so schlecht wie andere derselben Machart, aber es zeigt ein ausgesprochenes Reimtalent, wie es später für Brecht charakteristisch war, wenn er zum Beispiel die Genitive Lanz und Kanz miteinander reimt oder wenn er über beide Strophen die Reimwörter Hersten, Schwersten, Ersten, Schwersten. Und wenn er in der zweiten Strophe, also richtig prahlt, wie toll er reimen kann, Reime auf Ar, War, Schar, Altar, Gebar. So reitet ein angehender Schriftsteller seinen Pegasus zu Schanden. Man zog mit Jubel und Begeisterung in den endlich ausgebrochenen Krieg. 1. August 1914. Zehn Soldaten, fröhlich mit Blumen geschmückt, die Mutter wie mit dem Kind von München nach Paris. Man war der sicheren Hoffnung, im Durchmarsch Paris einzunehmen und im Frühjahr wieder zu Hause zu sein. Die Soldaten hofften auf einen gleichsam gemütlichen Krieg wie 1870 und sie ahnten nicht, welche bislang nie erlebte Hölle der industrialisierte und hochtechnisierte Krieg für sie bereithalten sollte. Wenn von einer allgemeinen Kriegsbegeisterung die Rede ist, so gilt das, wenn man genau hinblickt, nur für eine Minderheit der Bevölkerung. Vielleicht 10%. Die große Masse der Bevölkerung bestand aus Bauern und Arbeitern.
Für eine Bauernfamilie bedeutete der Krieg, dass eine wichtige Arbeitskraft fehlte. Und für eine Arbeiterfamilie genau dasselbe und der Wegfall des Haupternährers, falls der Mann im Krieg getötet wurde. So war hier bei Bauern und Arbeiter von Kriegseuphorie nichts zu spüren, sondern es herrschte, besonders unter den Frauen, eine gedrückte Stimmung. Im Berliner Arbeiterviertel Moabit hielt ein Pfarrer fest. Die eigentliche Begeisterung, ich möchte sagen die akademische Begeisterung, wie sie sich der Gebildete leisten kann, der keine Nahrungssorgen hat, die scheint mir doch zu fehlen. Das Volk denkt sehr real und die Not liegt schwer auf den Menschen. Es gab zwar großen Widerstand in der Arbeiterbewegung und es wurden gewaltige Friedensdemonstrationen organisiert. Eindeutig gegen den Krieg war die kommunistische Bewegung mit ihren führenden Köpfen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ihre Maxime war, der deutsche Proletarier ist nicht der Feind des französischen Proletariers, sondern ihr gemeinsamer Feind ist das Kapital. Doch diese Haltung fand keinen Widerhall. Denn die Hauptbewegung der Arbeiterschaft, die Sozialdemokratische Partei, knickte ein. Der Kaiser hatte verkündet, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, um, wie es hieß, den Burgfrieden zu wahren und nicht als vaterlandslose Gesellen dazustehen, stimmten die Sozialdemokraten für die Kriegskredite, ohne welche die Machthaber den Krieg nicht hätten führen können. Luxemburg und Liebknecht wurden von rechtsradikalen Freikorps unter Führung von Waldemar Papst ermordet. Die Mörder waren bekannt, wurden aber nie verurteilt. Es gilt da sehr wahrscheinlich, dass Papst mit Billigung des sozialdemokratischen Reichswehrministers Gustav Noss gehandelte und dieser wiederum mit Zustimmung des Reichspräsidenten Friedrich Ebert, ebenfalls SPD. Aber es gab auch eine bürgerliche Friedensbewegung. Führend war hier Bertha von Suttner. Sie war Österreicherin, 1843 geboren, Gründerin einer starken Frauen- und Friedensbewegung, erhielt 1905 den Friedensnobelpreis, schrieb 1889 einen pazifistischen Roman, Die Waffen nieder, der 37 Auflagen erlebte, gegen Krieg und Militarismus und hatte großen Einfluss. Der Erste Weltkrieg war der erste industriell technisch organisierte Krieg der Massenheere, die sich in einem Zehnstellungskrieg über Jahre hinweg auf den Schlachtfeldern von Verdun gegenüberstanden und ineinander verkeilten. Er hat im kollektiven Gedächtnis der beteiligten Völker ein stärkeres Trauma hinterlassen als der Zweiten Weltkrieg und dies bis heute, außer bei den Deutschen, für die der Zweite Weltkrieg präsenter ist. Das Grauen dieses historisch neuartigen Krieges wurde schnell offenbar, als der Vormarsch der deutschen Truppen an der Westfront bei Verdun in Stocken geriet. Die große Schlacht von Verdun tobte bei ununterbrochenem Artilleriefeuer 300 Tage und Nächte lang, während quälender Hitze im Sommer und Schlamm, Kälte, Regen und Schnee im Winter. Sie endete ergebnislos und kostete auf beiden Seiten bei Franzosen und Deutschen 300.000 Tote und 400.000 Verwundete. Und so sah die Wirklichkeit des Krieges aus. Das ist hier ein Bild vom Schützengraben. Oft war es nicht möglich, die Toten zu bergen. Während der Sommermonate hing ein beständiger Verwesungsgestank in der Luft, da auch Giftgas eingesetzt wurde, mussten die Soldaten häufig stundenlang ihre Gasmasken tragen und mehrere Tage ohne Wasser auskommen. Die Versorgung der Verwundeten litt unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen und trotzdem wurde der Kampf mit Verbissenheit fortgesetzt. In der Heimat zeigten sich bald die Folgen dieses Kriegs, der zum ersten Mal in der Geschichte ein totaler Krieg ist. Eine ungeheure Armut. Ja, da haben sie einen Soldatenfriedhof von Verdun. Da gab es Lebensmittel, Karten zur Versorgung der darbenden Bevölkerung. Hier eine Karte zur Kartoffelversorgung. Tageskopfeinsatz beträgt ein halbes Pfund Kartoffeln. Frauen
die auf Lebensmittel anstehen. Die Propaganda der Heldenverehrung läuft aber auf vollen Touren. Also die Siegesgöttin überreicht einem sterbenden Soldaten den Siegeskranz. Die Wirklichkeit bei Familien, die den Ernährer verloren hatten, nimmt sich ganz anders aus. Hier eine Zeichnung von Heinrich Zille. Eine Frau erhält die Nachricht vom Heldentod ihres Mannes samt dem Eisernen Kreuz. Der junge Brecht hat, wie ihr gesehen habt, in die Posaune der Kriegsbegeisterung geblasen. Doch dann kommt es innerhalb kurzer Zeit zu einer radikalen Kehrtwendung. Da haben Sie ein Bild von Brecht, so Mitte 20, lässig mit einer Zigarre. Festgehalten ist diese Kehrtwendung in einem Besinnungsaufsatz über den Spruch des Horaz, der gleichsam der Hofdichter des Kaisers Augustus war und den berühmten Spruch prägte: Dulce et decorum est pro patria mori, süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben. Und da schreibt Brecht folgendes: Besinnungsaufsatz zum Thema Dulce et decorum est pro patria mori von Horaz. Der Ausspruch, dass es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied vom Leben fällt immer schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld. Am meisten gewiss jungen Menschen in der Blüte ihrer Jahre. Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor zu reden. Und auch dies nur, solange sie sich weit ab von der letzten Stunde glauben. Tritt der Knochenmann aber an sie selbst heran, dann nehmen sie den Schild auf den Rücken und entsetzen wie des Imperators feister Hofnarr bei Philippi, der diesen Spruch ersann. Das schreibt der 18-jährige Bertolt Brecht. Man erwartete von ihm natürlich ein glühendes patriotisches Bekenntnis, aber es wurde genau das Gegenteil daraus. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, was für eine Verwegenheit oder auch Leichtfertigkeit es bedeutete, in diesem durch und durch Obrigkeit staatlich autoritär organisierten Bildungswesen so etwas zu schreiben. Der Aufsatz, besser dieses provozierende Pamphlet, hätte ihm fast einen Schulverweis eingebracht, wenn nicht ein verständnisvoller Benediktinerpater sich für ihn eingesetzt hätte. Die erste Station dieser Kehrtwendung ist eine Hinwendung zu einer pazifistischen Einstellung. Dies zeigt sich in einem Gedicht, das er im Juli 1916 in der literarischen Beilage der Augsburger Zeitung veröffentlicht. Er tut es hier zum ersten Mal in der Kurzform seines Namens Bert Brecht. Dieses Gedicht ist vertont worden von dem großartigen Ernst Busch, der in den nächsten Jahrzehnten viele Brecht-Lieder und auch sonst Arbeiterlieder singen sollte. Brecht nennt das Gedicht moderne Legende. Modern in Abgrenzung zu der traditionellen Legende. Legende kommt aus dem Lateinischen und bedeutet das zu Lesende, was gelesen werden soll. Sie finden den Ausdruck noch heute auf Straßenkarten, da steht auch Legende, wo Sie erfahren, was die Markierungen auf den Karten bedeuten. Im Mittelalter bezeichneten Legenden Geschichten von Heiligen. Sie wurden den Mönchen und Nonnen während der Mahlzeiten vorgelesen, damit diese nicht oberflächlich daherschwatzten, sondern sich ein Beispiel nehmen sollten an den vorbildlichen Taten frommer Tugendathleten, die es auf der vatikanischen Karriereleiter bis zur Heiligsprechung gebracht hatten. Das Gedicht ergreift nicht Partei für die eine oder andere Seite, sondern gedenkt der Opfer des Kriegs und derer, die um ihre im Krieg getöteten Angehörigen trauern. Eindrucksvoll verdichtet im Bild von den weinenden Müttern. In der ersten Strophe, die in einer nüchternen Begriffshaltung geschrieben ist, ist von den Feinden die Rede, die geschlagen worden seien. Es wird aber nicht gesagt, wer diese Feinde sind. Eine Antwort erwartet man am Schluss, aber auch da wird sie nicht gegeben.
Das Gedicht ist ganz in der Sprache des lyrischen Expressionismus verpflichtet, wie er seit Beginn des 20. Jahrhunderts aufgekommen ist. Also einen möglichst pathetischen, ekstatisch hochgetriebenen Ausdruck an Formulierungen und poetischen Bildern geht es in dieser Dichtung. Ist die erste Strophe noch in einem nüchternen Stil geschrieben, da verändert sich die Tonart. Sie haben hier sehr gewaltige Ausdrücke, Schwoll am Ende der Welt, ein Heulen am Himmelsgewölbe, zerschellt, ein Schrei aus rasenden Mündern, Wahnsinns, Trunken zum Himmel, Schwoll und so weiter. Also eine Zusammenballung von bedeutungsschweren, emotional hochgetriebenen Worten. Die folgende Strophe kehrt dann wieder zu dem nüchternen Berichtsstil zurück und die beiden davon abgesetzten Schlussverse ziehen das Fazit, und zwar ein Fazit, das alle umgreift, besonders hervorgehoben durch den gereimten letzten Vers Hüben und Drüben. Da der Autor von deutschen Lesern ausgeht, nämlich Hüben, lenkt der Bindestrich den Blick weiter auf die Gegenseite, drüben, wo ebenfalls Mütter weinen. Der Leser, ob Deutscher oder Franzose, und hier zeigt sich schon der spätere Brecht, soll selbst entscheiden, wer seine Feinde sind. Und er soll erkennen, dass es letztlich gleichgültig ist, im Schmerz sind alle gleich. Das Gedicht ist eindrucksvoll in seiner hochgesteigerten Emotionalität, doch es ist auch unpolitisch. Das wird sich 2 Jahre später in dem nächsten Gedicht ändern. Doch zurück zum Krieg. Mittlerweile kehrt das Grauen des Krieges in die Städte ein. Nicht nur in Gestalt der wachsenden Armut, berüchtigt ist der sogenannte Steckrübenwinter von 1916-17, bedrückend ist vor allem die große Zahl von Kriegsversehrten, die bei geringer Rente zum Betteln genötigt waren. Künstler wie Otto Dix haben diese Menschen in ihren Bildern gezeigt. Wir zeigen das Grauen in den Schützengräben, Soldaten mit Gasmasken, die sie oft tagelang tragen mussten, weil die Luft verpestet war. Und die heimgekehrten Kriegskrüppel mit ihren primitiven Prothesen, notdürftig operiert, der Glieder beraubt, mit den noch verbliebenen Gliedern Karten spielen. Ein weiterer Künstler, der seiner Zeit provokativ den Spiegel vorhält, ist der Maler, Grafiker und Karikaturist Georges Grosz. Später in die USA emigriert ist, 1932. Die Bilder von Grosz sind geprägt vom Hass auf die sogenannten Stützen der Gesellschaft. Er karikiert die Stützen des wilhelminischen Deutschlands und zitiert höhnisch die Weisung des Apostels Paulus aus dem Brief an die Römer. Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott verordnet. Kaiser Wilhelm II. Und Kaiser Franz Josef I. waren in der berüchtigten Nibelung Treue vereint. Am Rande ein paar Worte zu Kaiser Wilhelm. Wer wissen will, was für ein Mensch dieser war, kommt der Wahrheit sehr nahe, wenn er den gegenwärtigen US-Präsidenten mit ihm vergleicht. In seinem Innern war Wilhelm ein armer Hund, geprägt durch eine verkorkste Erziehung, geplagt von Minderwertigkeitskomplexen, zudem litt er unter einem verkrüppelten Arm. Als Herrscher war er narzisstisch, eitel, ruhmsüchtig, großsprecherisch, borniert, beratungsresistent und inkompetent. Zurück zu Grosz. Nicht minder groß ist sein Hass auf die neue Klasse der Kriegsgewinnler. Er hatte das neue Gesicht der herrschenden Klasse unterzeichnet das Elend der Zurückgekehrten, Verstümmelten
und Entwurzelten. Als nächstes und letztes Gedicht möchte ich euch Brechts berühmt gewordene Legende vom toten Soldaten vorstellen. Sie erregte damals ungeheures Aufsehen und auch heute, 100 Jahre danach, kann man im Internet wuterfüllte Kommentare dazu lesen, die sich über die Verunglimpfung der deutschen Soldatenehre und des Vaterlands erregen. Es ist gleichsam eine sarkastische Fügung des Weltgeistes, dass just zu der Zeit, als Brecht dieses Gedicht verfasst, Georges Gros eine Karikatur zeichnet, die haargenau auf dieses Gedicht passt, das Leitmotiv dieses Gedichtes anschlägt. Ein halb verwester Soldat wird KV geschrieben, kriegsverwendungsfähig. Nach 3 Jahren ergebnisloser Kämpfe und Millionen von Toten steht eine Entscheidung des Ersten Weltkriegs noch immer aus. Im Frühjahr 1918 wird in der Hoffnung, den durch den Kriegseintritt der USA faktisch schon verlorenen Krieg zu gewinnen, die große, sogenannte große Offensive gestartet. Auf deutscher Seite werden 1,4 Millionen Soldaten eingesetzt. Auf der Gegenseite der Entente von Frankreich, Großbritannien und USA ebenso viele. Die Verluste auf deutscher Seite betragen über 300.000 Tote und Verwundete, auf Seiten der Entente 250.000. Die deutsche Armee befindet sich in einem hoffnungslosen Zustand. Die Soldaten sind ausgemergelt, erschöpft und krank. Also wird jeder, der irgendwie noch ein Gewehr halten kann, als KV kriegsverwendungsfähig deklariert. Und darüber hat Brecht ein Gedicht geschrieben. Sie können sich mal den Spaß machen, im Internet das aufzurufen und die Kommentare dazu. Brecht hat das Gedicht selber verschiedene Male vor Publikum zur Gitarre gesungen. Sehr populär wurde es durch den Gesangsvortrag von Ernst Busch. Die Melodie geht unter Anleihen an verschiedene Muster auf Brecht selbst zurück. Ernst Busch hat sie dann bearbeitet. Man sieht den Pfaffen hier mit dem Weihrauchfass, der Soldat hier und eine Prostituierte und zwei Schwestern. Brecht verwendet hier wieder die Bezeichnung Legende. Während sie im vorigen Gedicht noch affirmativ gemeint ist, nämlich in der Weise, dass sich der Leser, Freund oder Feind, in das gemeinsame Leid der Betroffenen versenken soll. Dieselbe Erwartung bringt der Leser zunächst auch diesem Gedicht entgegen, doch wird diese Erwartung jäh enttäuscht. Denn der Terminus erweist sich als satirisch, ja provozierend, blasphemisch gegen den ursprünglichen Sinn des Wortes Legende als einer Textsorte zum Zweck frommer Erbauung. Thema des Gedichts ist der verlogene Mythos vom Heldentod. Das Thema wird gleich in der ersten Strophe angeschlagen und hier klingt es noch halbwegs positiv, doch schon ironisch gebrochen. Mit ihm klingt auch die letzte Strophe aus, sodass das ganze Gedicht vom Heldentod wie eine Klammer umgeben ist. Aber am Schluss ist der Begriff des Heldentods vollends sarkastisch gemeint. Es ist ein doppelter Heldentod, doch beide Male kein natürlicher Tod. Der erste Tod, ein Tod noch vor der Zeit, wie es heißt, ein Tod auf dem Schlachtfeld. In der letzten Strophe ist es der propagandistisch verklärte Heldentod. Und auch das beschworene Morgenrot ist nichts als ein Hohn für den Soldaten, der auf Erden keine Zukunft mehr hat. Der Tod in der ersten Strophe erscheint als eine Art Insubordination. Ohne die Erlaubnis des Vorgesetzten einzuholen, also in einem Akt persönlicher Rebellion, zieht der Soldat für sich die Konsequenz zu sterben. Aber der Krieg war noch nicht gar, heißt es, das heißt, er war noch nicht fertig. Der Kaiser bestimmt den Zeitpunkt, wann zu sterben sei, nicht der Soldat. Der Soldat hat sich dem Kaiser
durch seinen eigenmächtigen Abgang entzogen. Er fehlt, wenn es zur Entscheidungsschlacht geht, und das bedeutet einen Widerspruch zwischen Interessen der obersten Heeresleitung und dem Wunsch des kriegsmüden Soldaten, es möge nun ein Ende haben. Wer hilft bei der Wiederbelebung der Soldaten? Ein Arzt, ein Pfarrer, ein Herr im Frack, die Elite der Gesellschaft. Wir haben hier die Gespensterwelt als Heimat der vaterländischen Gesinnung. Und in diese Gespensterwelt gesellen sich auch Katzen, Ratten und Hunde. Und wie steht es mit der Motivation des Soldaten? Der Soldat ist nicht nur KV. Er ist so gedrillt worden, dass er selbst als Toter weiß, dass Gehorsam und Pflichterfüllung ihn antreiben. Ein buchstäblicher Kadaver, Gehorsam. Das Ganze ist auch eine Parodie auf die Militärparaden, wie sie mit Schinderrassabum durch die Straßen zu ziehen pflegten. Es ist ein völlig illusionsloses Gedicht. Nüchtern und ohne Mitleid wird erzählt, es wird auch kein moralisches Urteil gefällt, kein Strafgericht über die Kriegstreiber und KV-Schreiber, anders als in den expressionistischen Antikriegsgedichten, die schwere Anklage erheben. Wenn wir uns den Sprachstil des Gedichtes anschauen, das Gedicht ist im Stil protokollarischer Nüchternheit verfasst, dennoch ist es nicht emotionslos. Im Gegenteil, es hat bei den Zuhörern einen ungeheuren Eindruck hinterlassen. Wer hat Bericht das bewirkt? Im Unterschied zur vorherigen Legende gibt es keine kühlen Metaphern und hochpathetische Ausdrücke im Stil des Expressionismus. Es ist ein schlichter Erzählstil, der durch die penetrante Wiederholung des Bindeworts und noch den Eindruck des monotonen, immer gleichen Geschehens erzeugt. Der Sprachrhythmus ist manchmal unbeholfen und holprig, die Reime unregelmäßig und zuweilen von etwas krampfhafter Art, wirken manchmal leicht komisch und scheinen zuweilen in der Reimschmiede von Wilhelm Busch geschmiedet zu sein. Dieses war die Witwe wollte, Bolte, die das auch nicht gerne wollte, oder dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole. Jedoch ist es gerade diese scheinbar einfache Sprache, in die das fantastisch groteske, verzerrte Geschehen verkleidet wird, und es ist die scheinbar unbeholfene Reimerei, mit der das Gedicht seine Wirkung erzeugt. Durch diese scheinbar einfache, nach einem späteren Wort von Brecht, ist gerade das Einfache das, was schwer zu machen ist. Und dadurch erlangen Sprache und Verse eine ungeahnte Kraft. Einfach wie die Sprache ist auch die Strophenform. Es ist die traditionelle Chevy Chase-Strophe, wie sie eine Form, die in England im 16. Jahrhundert für volkstümliche Balladen genommen wurde und dann im 18. Jahrhundert in Deutschland übernommen wurde. Dabei wechseln sich in der Regel vierhebige und dreihebige Verse. Papam, papam. Und als der Krieg im vierten Satz keinen Aufblick auf Frieden droht, also durchaus keine regelmäßige Hebung, Senkung, nicht? Und da war sich auch Friedrich Schiller nicht zu schade. Wer wagt es, Rittersmann oder knapp, zu tauchen in diesen Schlund, diese Strophenform zu übernehmen. Und die unregelmäßigen Rhythmen sind bewusst gewählt. Sie sind der gesprochenen Sprache angenähert und für den Liedvortrag gedacht. Brecht selbst bemerkte dazu, mein erstes Gedichtbuch enthielt fast nur Lieder und Balladen. Sie sollten fast alle singbar sein, und zwar auf die einfachste Weise. Ich selber komponierte sie. Die gereimten Gedichte hatten beinahe alle unregelmäßige Rhythmen. Ich hatte mir für das Sprechen, sei es in Prosa oder in Versen, eine ganz bestimmte Technik erarbeitet. Ich nannte sie gestisch. Das bedeutet, die Sprache sollte ganz dem Gestus der sprechenden Person folgen. Der berühmte Schauspieler und Regisseur Fritz Kortner
zitierte selbst 1922 in Berlin die Legende vom toten Soldaten und schrieb darüber. An einem meiner Vortagsabende las ich sein Gedicht Legende vom toten Soldaten vor. Es warf die Leute um. Ich musste es zweimal lesen. Um den Applaus auf dessen Urheber zu lenken, deutete ich auf Brecht, der dünn und unansehnlich unter den Zuhörern saß. Der Applaus schwoll zu einer Ovation für den noch unbekannten großen Dichter an. Auch Brecht selbst trug das Gedicht vor, gesungen zur Gitarre, 1922 im Kabarett von Trude Hesterberg in Berlin. Ein Zuhörer, Bernhard Reich, mit Namen berichtet. Er hatte sich selbst eine Melodie, eine rasch hüpfende, synkopisierende, zugelegt. Die Stimme klang etwas spröde und grell. Sie vermochte auf einem Begriff wie mit einem Hammer einzuschlagen, das Wort mit einem Schnitt zu zerschneiden, es aufzuspießen und es wie auf einem Speer hochzuhalten. Bei einem Wort Heldentod hielt er einige Senkungen das O hoch, damit das falsche O auch gut von allen Seiten gehört werde. Der Komponist Kurt Weill vertonte später Brechts drei großen Opern im Aufstieg und Fall der Stadt Marangoni. Ihm fiel sofort auf, dass dieses Verfahren des Gestischen, des Zeigens bei der Legende vom toten Soldaten in ausgeprägter Weise angewandt wurde und erkannte das Gestische als charakteristisch für Brechts Dichtung. Das Zeigen, Hinweisen zielt nicht auf emotionale Einfühlung, sondern auf Provokation. Eine Provokation, die zum Nachdenken führen soll. Weil übernahm diese Technik als Kompositionstechnik. Das ist das Besondere an dem Theater Brecht, er selbst, das als episches Theater bezeichnet wird, wie er selber sagte, das dialektische Theater. Die Leute sollen sich nicht mit den Figuren identifizieren, mit ihrem Leiden. Sie sollen nachdenken über das, was ist, und Stellung beziehen. So heißt es im Guten Menschen von Sechuan, als das Stück zu Ende ist, berühmten Verse, wir hätten uns ein anderes, besseres Stück vorgestellt, eine Lösung. Wir alle stehen hier und sehen betroffen den Vorhang zu, und alle fragen offen, du Zuschauer, sollst dir deine Gedanken machen. Und dieses Gedicht ist nun eindeutig stärker politisch profiliert als das vorherige. Es verharrt nicht im Emotionalen, sondern benennt gezielt diejenigen Verbrecher, die für das Unheil der Menschen verantwortlich sind. Kaiser, Regierende, Beamte, willfährige Ärzte, Juristen und Pfaffen. Später hat Brecht aber erkannt, dass die bloße satirische Schilderung der Wirklichkeit nicht genügt, wie polemisch sie auch sein mag. Die Wirklichkeit, das heißt die gesellschaftlichen Verhältnisse, müssen analytisch durchdrungen und theoretisch auf den Begriff gebracht werden. Nach seinem intensiven Studium der marxischen Gesellschaftstheorie hat er das in seinen großen Dramen verwirklicht. Und dann danke ich fürs Zuhören. Man bedenkt, dass es in 2 Jahren so eine Wandlung, da kann man nur vor Bewunderung sich verbeugen. Und so danke ich euch auch fürs Zuhören. Danke sehr.